Hallo und herzlich willkommen zu Rayman Legends, der Daily Challenge und den Murphys Katakomben. Wir müssen 1500 Meter schaffen, was natürlich eine ganz schöne Strecke ist. Ich kann es aber trotzdem empfehlen, das Ganze zu machen. Es war mein zweiter Versuch, nachdem ich einmal wirklich blöd war. Insgesamt ist es eigentlich recht einfach. Es gibt dann diese eine Stelle halt eben gerade zur Goldgrenze, wo es dann ein bisschen schwieriger wird und wo eigentlich die meisten eigentlich dann versagen. Ich werde es auch wahrscheinlich nachher nochmal aufnehmen, beziehungsweise nachher nochmal eine Runde halt eben spielen, um nochmal den Rekord ein bisschen zu verbessern. Aber heute kann man es eigentlich trotzdem recht einfach machen. Wir haben schon die ersten 300 Meter hinter uns. Und haben die erste Pause schon hinter uns, hier einfach drüber, einmal Auge schlagen, wieder Auge schlagen, den hier runterziehen, also alles recht einfach gehalten. Hier, sobald wir an der ersten Spitze sind, schneiden wir das Seil durch, kommen auch hier schön weiter, hier drüber, den hochziehen, den nicht, den wieder hochziehen, den auch weiter rüber. Und wir bekommen die 600 Meter Pause ganz kurz hier durch den Sprung. Einmal drüber noch das Auge wegmachen. Den hier runterziehen. Und hier drüber. So, von der Taktik her ist es natürlich so, wir schauen uns immer die entsprechenden Elemente an. Die kommen nach einer Weile, hat man halt eben so ein gewisses... eine gewisse Routine drin, wenn man die meisten Elemente halt eben schon kennt. Das heißt, wenn wir hier sehen, da steht derjenige, dann schneiden wir halt eben die Seile zu. Die 900 Meter Pause erwartet uns, das heißt, über die Hälfte haben wir schon geschafft. Müssten jetzt eigentlich auch schon, glaube ich, Silber sein. Gehen weiter, hier einfach hochziehen, hochspringen. Den lassen wir drüben. Brauchen ja um den Ring setzen wir rüber. Einmal noch weiter. Drüber springen, wenn wir unten ankommen, weiter rüber, Ring rüberziehen, abschneiden, ansonsten nichts machen. Hier drüber, rüberziehen. Die Augen müssten wir nicht mal machen, haben die 1200 Meter Pause und wir müssen nur noch eine einzige Runde schaffen. Und jetzt zieht es dann deutlich am Schwierigkeitsgrad an. Wir springen hier rüber, das ist noch soweit leicht. Den Ring hatten wir jetzt auch schon zweimal, machen wir auch noch. Wir ziehen ihn hier hoch, das hier auch, kennen wir, altes Element, rüberziehen, drüber, den hier runterziehen, hier kurz Pause machen, damit wir den richtig erreichen, ja, da habe ich ein bisschen gezögert, spring hier hoch, geh hoch, und nun müsste ich im Prinzip ein Auge wegklatschen und leicht hochspringen und vermasselt es. Also ihr seht, es ist zum Schaffen, aber ja, wenn man sich so anstellt, wie ich natürlich nicht. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen zur Daily Challenge oder wenn ich nachher nochmal ein Upgrade mache, dann auch nochmal da. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.